Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, es ist wieder ein Real Talk Video. Kam ja jetzt zuletzt auch schon ein Real Talk Video. Warum wieder ein Real Talk Video? Ja, es gibt im Moment einiges zu besprechen. Leider halt auch negative Sachen zurzeit, die Thema sind. Und deswegen kommt halt jetzt wieder ein Real Talk Video und es wird wahrscheinlich nicht das letzte sein. Weil ich eigentlich noch ein Thema hätte, was ich besprechen will, aber mit dem anderen Video muss ich mal gucken, da werde ich zwischendurch auch nochmal andere Sachen bringen. Aber jetzt halt zwei Real Talk Videos hintereinander praktisch, also das, was ihr zuletzt gesehen habt, da ging es ja um den fehlenden Fanservice von Panini oder den immer geringer werdenden Fanservice von Panini. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne nochmal anschauen. Ja, und heute reden wir wieder über Panini und leider wieder in negativem Zusammenhang. Diesmal geht es um die Abos, die Panini anbietet, beziehungsweise der Panini-Shop anbietet. Und der Sir Acer hatte mich angeschrieben und auch bei dem Kane habe ich dazu eine Instagram-Story gesehen. Ich hatte das nicht mitgekriegt, weil ich selber kein Abo habe. Ich kaufe die Sachen so, wie ich die haben will. Ich habe nichts im Abo, deswegen habe ich das am Anfang nicht mitbekommen. Und jetzt habe ich es halt mitbekommen und möchte darüber reden. Und zwar geht es darum, dass Panini seit diesem Monat Versandkosten bei ihren Abo-Lieferungen halt nimmt. Und das war bisher nicht der Fall. Bisher war es so, dass wenn du ein Abo bei Panini hattest, warst du versandkostenfrei. Und jetzt hat Panini sich halt dazu entschlossen, also Versandkosten zu nehmen. Und zwar, so wie ich das bei Sir Acer verstanden habe, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Heft im Abo hat, kommen da halt auch noch 2,50 Euro Versandkosten drauf. Jetzt kommen wir zur ersten Problematik. Zum einen ist das, oder zu dieser Problematik kommen wir gleich, dass das nicht angekündigt war und so. Dazu hat der Kane nämlich noch was gesagt. Kommen wir erstmal zu einer anderen Problematik. Und zwar ist das bei Panini so, dass die teilweise halt Bestellungen nicht gebündelt verschicken, sondern mal hier was und mal da was. Und jetzt hatten einige den Fall, dass sie halt mehrere Hefte im Abo hatten und jetzt haben sie, sagen wir mal, dienstags irgendein Heft bekommen, 2,50 Euro. Dann haben sie Donnerstag ein anderes Heft bekommen, was sie halt auch im Abo hatten, 2,50 Euro. Wo soll das hinführen? Warum schafft es Panini nicht sowieso solche Abo-Bestellungen zu sammeln, gebündelt, einem einmal zu schicken? Dann hättest du nur einmal die Versandkosten und nicht tausendmal. Wo soll das hinführen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 5 Lieferungen im Monat bekommt und jedes Mal sind Versandkosten drauf. Und es ist eigentlich eine Abo-Bestellung, die halt Panini ja auch vorher schon weiß. Warum sammeln sie das nicht und verschicken das dann in einem? Das ist schon mal eine Problematik. Die andere Problematik ist halt, dass jetzt gab es wohl einen Shitstorm im Panini-Forum, wie ich gehört habe, von Sir Acer halt gehört habe, wo halt sich natürlich einige jetzt das Abo gekündigt haben, andere aber dieses Abo auch noch nicht kündigen können, weil sie irgendwie im Jahresabo sind und jetzt halt das Problem haben, dass sie einfach für das Rest des Jahres für ihre Lieferungen Versandkosten bezahlen müssen und so das Abo ja nicht abgeschlossen haben. Dann haben wohl einige im Panini-Forum angesprochen, dass sie davon ausgehen, dass Panini scheinbar einige alte Abonnenten weghaben will, weil die Hefte halt günstiger bekommen. Und zwar geht es darum, dass einige seit 2012 Abo bei Panini haben. Damals gab es ja so ein Angebot, wo man dann 5 Hefte, da gab es mal einige neue Starts und so, und dann gab es dieses Angebot, ich erinnere mich da auch dran, da hat man dann die Hefte günstiger bekommen, wenn man die alle genommen hat in einem Abo. Für, glaube ich, damals 5 Euro. Und also pro Heft. Und auf jeden Fall ist es so, dass diese Leute seitdem dieses Abo haben und seitdem immer noch diese 5 Euro pro Heft zahlen. Auch für die Hefte, die mittlerweile teurer geworden sind. Zum Teil halt ja schon 6 Euro kosten.
die kriegen die halt für 5. Und jetzt nehmen die an, durch diese Versandkosten und diese ganze Problematik, dass Panini auch versucht, sich dieser Abos zu entledigen. Jetzt kommen wir aber mal zu einer ganz anderen Problematik. Das werde ich euch auch hier dann nochmal einblenden, aber ich muss das auch hier mal vorlesen. Und zwar hatte der Kane einige Gedanken zu dieser ganzen Problematik in seiner Instagram-Story. Und ich hoffe, Kane, dass es auch okay ist, dass ich das jetzt hier benutze. Ich lese das mal vor, weil ich mir das natürlich nicht alles auswendig merken kann. Auf jeden Fall schreibt der Kane hier zu dieser ganzen Problematik. Wie ich erfahren habe, erhebt Primeo plötzlich auf bestehende Panini-Abos Versandkosten. So. Und jetzt ist nämlich das Problem. Hierbei liegen ganz klar mehrere Rechtsverstöße im Raum. Checkt eure Rechnung, verlangt euer Geld zurück. Weil der Kane sagt jetzt, also das sagt der Kane und ich bin auch der Meinung, dass er da Recht hat. Erstens, über einseitige Vertragsveränderungen muss vorab ordentlich informiert worden sein. Es gab aber nie eine E-Mail zu einer Vertragsänderung. Das ist schon mal ein Punkt, den ich halt auch gehört habe, dass diese Sache gar nicht angekündigt war, dass die einfach so kam und jetzt Panini auch gar nichts dazu sagt. Das war nämlich auch so eine Problematik im Forum, haben wohl einige auch mit Panini telefoniert, die haben gesagt, das ist Sache des Shops. Da können wir jetzt nichts zu sagen, als wenn die dann nichts zu sagen können. Das ist doch eine Firmenentscheidung. Das muss man doch wissen. Sagte mir halt der Sir Acer, dass das so gesagt wurde. Und hier, wenn das halt nicht angekündigt war, dann ist es eine einseitige Vertragsänderung. Das stimmt. Und das ist ein Problem. Das ist ein rechtliches Problem. Weil ich bin auch der Meinung, dass man Verträge, die man geschlossen hat, zwischen in dem Fall Abonnenten und Panini, dass man die nicht einseitig einfach ändern kann. So, dann sagt Kane hier in seiner Story, zweitens muss ein Stichtag genannt werden und ab wann diese gültig ist und es muss über Sonderkündigungsrecht informiert werden. Das würde ich auch so sehen, wurde auch nicht gemacht, weil man muss ja jetzt die Möglichkeit haben, da auch rauszukommen, wenn man damit nicht zufrieden ist. Der Vertrag wurde jetzt geändert und man ist damit als Kundin halt nicht zufrieden, muss man ja die Möglichkeit haben, diesen Vertrag aufzulösen. Und das muss halt auch irgendwie kommuniziert werden, ob das geht, wann das geht. Und wie gesagt, man hätte das ja vorher auch schon ankündigen müssen, dass die Leute sich darauf schon vorbereiten können. Drittens muss ein Einverständnis eingeholt werden. Absolut. Es ist ein Vertrag. Es gibt zwei Vertragspartner, jeweils der Kunde, wir und Panini. Wir können ja auch nicht von uns aus sagen, ja, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, nur noch 3 Euro pro Heft zu zahlen, Panini. Das geht ja auch nicht. Wäre auch eine einseitige Änderung. Und dann schreibt er noch hier, und ich zweifle sogar an, dass man überhaupt den Hauptgrund eines Vertragsschlusses ändern kann. Also wenn ich den Vertrag abschließe wegen kostenlosen Versand und dann plötzlich Versand berechne, sowas dürfte nicht zulässig sein. Ja, das ist halt auch die Frage, ne? Es wurde ja unter bestimmten Bedingungen von zwei Partnern halt ein Vertrag geschlossen. Und ja, den kann man eigentlich auch, ich bin ja auch aus dem Kaufmenschenbereich, also meiner Meinung nach kann man den auch nicht einseitig einfach ändern. Weil der ist so geschlossen worden und dann muss man halt gucken. Wenn man den ändern will, dann muss man aus dem Vertrag rausgelassen werden. Dann sagt man, wir wollen das jetzt anders. Wir bieten einen neuen Vertrag an und den kann man dann annehmen oder auch nicht. Ja, wie geht ihr damit um? Was habt ihr zu dem Thema zu sagen? Vor allem auch die Problematik, was ich halt auch einfach nicht verstehe, dass Panini auch immer die Sachen, also nicht immer, manchmal bündeln sie ja auch Sachen und verschicken das in einem, aber oft verteilen sie halt die Sachen auch. Und wenn sie dann jetzt jedes Mal Versand berechnen, das ist ja eine Unverschämtheit, ne? Also bitte Panini dazu mal Stellung nehmen und ihr, diejenigen von euch, die ein Abo haben, vielleicht auch mal dazu Stellung nehmen. Und dann sage ich mal, bis die Tage zum nächsten Video, was hoffentlich wieder erfreulicher sein wird. Wie gesagt, ich habe noch eine Idee für ein Thema, was auch noch negativ ist.
Aber da werde ich noch ein bisschen warten und erstmal hier ein bisschen positive Sachen wieder bringen. Aber dieses Video hier musste jetzt sein. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und ja, sag mal bis die Tage dann. Ciao.